Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich würde sagen, wir setzen unser Abenteuer mal hier drinnen fort. Oh, wow. Das war das komplizierteste Rätsel überhaupt. Oh, das sieht aus, als wenn hier gleich irgendwas vorgesprungen kommt. Oder halt auch nicht. Man muss ja auch mal Glück haben im Leben. Man kann ja nicht nur immer auf die Fresse kriegen. Ja. Ich nehme wieder eine Runde auf mit dem Roadland T1A. Ich denke mal, man hört auch ein bisschen den Unterschied. Ja, ich denke mal, nächste Folge werde ich wieder mit dem Procaster aufnehmen. Jo. Hier nicht schon überall. Ja, hier habe ich den abgemobst. Hier bin ich jetzt im Kreis gelaufen, wollte mich verarschen. Ich glaube es jetzt nicht. Ich glaube, ich bin wirklich eine Runde. Ein Mampfkreis gelaufen. Mann. Ja, hier sind ja nirgendwo mehr Gegner und nix. Oh man. What's wrong with this game? Aber, na gut. Wollen wir mal nicht meckern. Gute Frage, nächste Frage. So, hier sind wir auch lang gelaufen. Genau, dann bin ich hier über die Teile rüber gejumpt. Da war ich gerade unten. Jetzt machen wir das Ganze hier nochmal im Speedrun. Mal gucken. Da habe ich eigentlich gar nicht so was drauf, aber was muss, das muss, ist ja. Also von daher. So, hier geht's nicht lang, da geht's nicht lang, da geht's auch nicht lang. Genau, dann sind wir hier gewesen, bei dem komischen Kugelding, was mich da unten picken wollte. So, zack, zack, zack. Genau da. Dann kommen hier die komischen Platten. Wo ich mal durch Zufall nicht draufgetreten bin. So, dann kommen wir jetzt hier hin. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Ah, wow, klasse. Ich glaube, hier war der Fehler. Dass ich nicht so runtergelaufen bin. Am Stück. Sondern weil ich hier einfach so flupp runtergejumpt bin. Okay, ciao. So, dann laufen wir mal hier auch noch runter. Ist da? Da gibt's nix. Frau, nächste Frage. Aber schön ist schon mal. Ich dachte, diese Kill ging noch mehr. Oh. Ja, gut. Ich dachte eigentlich, der ist auseinandergefallen, aber sah wahrscheinlich doch nur so aus. Kann man nichts machen. Leider. So, da waren wir auch schon. Dann gehen wir da nochmal lang. Ja, warte mal, unten geht's aber weiter. Naja. Irgendwie. Muss ich, glaube ich, hier. Runter, Talia. Muss ich, glaube ich, irgendwie hier runterkommen. Ich mach mal schnell speichern. Ah, ja, okay, alles klar.
Ein Versuch war es wert, aber hat leider nicht so viele Punkte gebracht. Also, bleibt alles im Alten. Ja. Naja, mal gucken. Kriegen wir schon hier noch hin, das Level. Hoffentlich. Ich hoffe auch nicht, dass jetzt hier nochmal irgendwie großartig so eine Dinger gekommen. Dieses Buch muss entweder über mir oder unter mir sein. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, ja. Okay, na, wir gehen mal noch mal. Okay, also laut der Karte muss ich nochmal durch eine Tür. Welches Buch brauche ich denn eigentlich? Steht es hier irgendwo? Quest? Schriftrolle der Alten. Haha, ja. Gute Frau, nächste Frau. Hier war ich ja auch. Und so. Also fahren wir mit dem Ding hier hoch. Und laufen wahrscheinlich gleich nochmal eine Runde rum. Yay. So, wir sind rechts rumgegangen. Also gehen wir jetzt einfach mal links rum. Hier ist noch ein Weg, wo wir noch gar nicht waren. Gut, das hier hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Hier sind wir jetzt einfach nur noch rumgelaufen. Aha, ja, die Ecke hier kenne ich noch nicht. Also hier waren wir auf keinen Fall. Außer jetzt. Aber das ist ja auch nicht schwer. Moment mal, sind wir hier nicht gestartet? Och nee, oder? Och nee. Ich glaube, wir laufen jetzt gerade komplett zielstrebig zum Ausgang. Uff, da habe ich jetzt endlich nicht mit gerechnet. Ich dachte jetzt endlich hoch, ja, okay, cool. Aber, nö, habe ich nicht. Habe ich jetzt komplett gar nicht begriffen. Ja, hier ist dieses komische... Ey, Scheiße. Kommen wir auch mal kurz vor. Ey, das kann ja nur so sein, oder? Also. Ah, oh, nein. Oh, Jesus. Okay, also wir müssten mal... Vielleicht öfter die Karte lesen. Scheiße. Komm ich denn rein? Lauf jetzt den Weg nochmal. Und entweder es klappt. Oder es klappt halt nicht. Übersehe locker irgendwas. Irgendwas muss ich hier übersehen. Ich weiß nicht was und ich weiß nicht wo. So, jetzt sind wir so lang, also das ist der komische Fahrstuhl. Aber sehe locker irgendein kleines Geheimversteck. Bin ich die ganze Zeit schon dran vorbeigelaufen, Mann.
Also wenn das so ist, dann fresse ich mein Mikrofon. Lydia, weg. Nicht mehr, nicht, weg. Wie gesagt, weg, girl. Okay, Moment. Muss lang. Okay, das scheint jetzt richtig zu sein. Wow, verschwunden deine Ausdauer. Gut. Hallo. Okay. So, warte mal, hier ist ja eine Wand. Okay. Ich habe kein bisschen verstanden, aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich glaube, das habe ich schon vor 5 Minuten oder so gesagt, dass wir das hinkriegen. Und jetzt laufen wir einfach nochmal hier lang. Ich bin so dumm zum Scheißen hier. Komm, Doverkin, fress mal hier so einen Zaubertrank. Hier so ein. Was? Nein. Ich habe einfach keine Peilung mehr, wie man da hinkommt. Es ist zu lange her. Es ist zu lange her. Ja, es ist zu lange her. Warte mal, hier ist eine Tür. Die lassen wir mal lieber zu. Ah, das ist locker die Tür. Nee, es ist nur so eine Tür. Okay. Lydia, du lässt die Tür auch zu. Du hast nämlich keine Triche. So. Jetzt müsste ich rein theoretisch eigentlich nur da hinten hin. Da hinten, wo es so leuchtet. Glaube ich. Genau, so weit waren wir ja schon mal. Und jetzt sind wir hier wieder. Muss ich jetzt hin? Uff, ey, da muss ich aber los. Aber was gut hat schon, dass man hier dreimal lang gelaufen ist. Das sind keine Monster mehr da, die einen an die Wäsche wollen. So, genau, jetzt sind wir hier. Also müsste ich gucken, dass ich dann da lang komme. Oder da lang vielleicht. Das war die Tür.
Ah, das ist die zum Geheimversteck, sag ich mal. Locker so gewollt vom Sp Ich muss locker eigentlich da rein, aber. Ali hat auch keine Dietriche. Achso, warte mal, der Pfeil geht da lang. Ich muss locker da noch irgendwie runterkommen, aber ich weiß nicht wie. Mal schnell speichern. Und da unten muss ich hinkommen. Aber wie? Okay. Versuch was wert. Ich probier's mal nochmal. Oh. Oha. Oha. Oh, wow, okay, gut, das ist mal wieder typisch Skyrim. Oha. Jo, Freunde, ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Zwar nicht so, wie es das Spiel nicht vorgesehen hat. Oh, ist ja erstmal egal. So, 13, 7, was ist denn damit? Abgeschworene Bogen. Sehen wir freie Bogen. Waffen, wollte ich gerade sagen, aber es sind ja gar nicht eure. Wir wissen gar nicht, was los ist. Ah, die müssen ja auch nicht alles wissen. Ey! Wollte dich gerade... Mann, kannst du nicht einfach... Oh, na endlich. Ich dachte, er stirbt gar nicht mehr. Pfeile habe ich gar nicht mehr. Ich weiß, wie viele Pfeile hinten schon rumliegen. Hallo? Hab hier noch ein paar Eisenpfeile. Oh, scheint besser zu sein. Jetzt hätten wir stören. Thank you very much for your... Hey! Arschen. Ich hatte gerade ein episches Videosequenz-Ausschnitt-Totdings werden. Bruder!
puste ich dich gleich einfach weg. Ah, jetzt doch. Ah, okay, cool. Lydia, du kannst runterkommen. Gegend ist sicher. Wie kann man da nochmal schnell seine Waffen wechseln? Gar kein Plan mehr. Also auch egal. Ich glaube, ich muss... So. Dann steigen wir mal schnell noch eine neue Stufe auf. Machen Gesundheit. Wir sind ja sowieso irgendwie immer fast tot. So, wir sind schon so weit hierher gekommen. Dann sollten wir den Rest eigentlich auch noch schaffen. Denke ich mal. Ist das alles, was ihr könnt? Die Verbesserung. Hier wollte ich noch nicht runterfallen. Wieder versaust es mir. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Eigentlich wie ich das damals gemacht habe. Nicht so ähnlich. Hm. Okay, wir einfach auf wie gedacht. Hey Lydia, was geht? So, muss ich hier rein? Stimmt. Naja, mit nicht ganz Fernmitteln habe ich es geschafft, aber da sehen wir jetzt mal grob drüber hinweg. Was denn? Lydia, ich helfe dir. Lydia, kannst du mir helfen? Oh, scheiße, Lydia. Oh, scheiße, Lydia. Was machst du denn sowas? Das möchte ich nicht. Was das sein? Du darfst mir nicht wegsterben. Die ist ja schon wieder aktiviert. Nee? Lol. Okay. Okay, Freunde, wir haben es endlich geschafft. Nach so langer Zeit. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wieder schauen, reinhauen. Tschüss.